time to say goodbye. Ja, Freunde, ein paar von euch haben es ja über Instagram schon mitbekommen. Und zwar hatte ich übers Wochenende diesen schicken GLC. Und zwar anlehnt an die GLC-Offensive von der Sängergruppe. Die Sängergruppe hat über 50 GLC zugelassen, Neuwagen, und die werden jetzt gefahren, bis sie mindestens 1600 Kilometer haben. Und dann werden sie wieder weitergegeben für den Wiederverkauf. Und somit habe ich dieses Wochenende diesen Wagen gehabt. Und ich muss echt sagen, dass mir dieser Wagen richtig, richtig gut gefällt. Man sitzt relativ hoch. Aber das Auto ist nicht zu groß, wie zum Beispiel sein großer Bruder, der GLE. Das ist ja im Gegensatz zu diesem hier nochmal ein Stück weit größer. Und ich habe erst gedacht, okay, ist doch ein sehr, sehr großes Auto. Ist natürlich für viele Dinge, wie zum Beispiel beim Einkaufen. Wenke hat sich beim Einkaufen... Typischerweise halt mein größeres Auto dabei, GLC. Da können wir ist man richtig hier echt komfortabel unterwegs. Und außerdem auch die Innenausstattung ist richtig, richtig schick. Zum Beispiel hier mit der Burmester Soundanlage oder zum Beispiel diese Holzoptik hier in der Mittelkonsole. Das macht schon richtig was aus und mir gefällt das Auto sehr, sehr gut. Über die Wagenfarbe können wir streiten. Dieses Silber ist nicht so mein Ding, aber trotzdem ist der Rest des Autos echt mega schick und er fährt sich super komfortabel. Egal ob jetzt lange Strecken oder kurze Strecken, ich bin ihn ja jetzt das ganze Wochenende gefahren. Ich war damit bei Rico, ich war damit zu meinen Eltern. Einfach dieses Feeling, dass man so hoch über die Straße fliegt, aber alles übelst ruhig ist. Diese Geräuschkulisse, das ist mega angenehm und mit diesem Wagen kann man definitiv sehr, sehr lange Strecken fahren. Es ist dieses Mal kein AMG, der jetzt hier irgendwie laut brüllt oder so, aber ich habe gesagt, okay, wenn ihr diese GLC-Offensive macht, ne, gib mir so einen Wagen mit, ich möchte ihn auf jeden Fall mal testen und ich muss schon sagen, das hat mir echt gefallen. Ich finde aber auch, dadurch, dass er jetzt nicht so groß ist wie der GLE, etwas kompakter, aber trotzdem eigentlich sehr komfortabel und sehr geräumig ist, ist das so der perfekte Mittelweg für ein SUV, würde ich jetzt mal behaupten. Also egal, ob man jetzt rückwärts einparkt, seitwärts einparkt oder halt in der Stadt unterwegs ist, mit diesem Wagen kommt man da überall durch und kann auch überall parken. Aber ja, es war zwar ein kurzes, aber dafür schönes Vergnügen. Jetzt muss ich den Schlüssel wieder abgeben. Wenn ihr euch aber die Angebote von der GLC-Offensive mal anschauen möchtet, dann könnt ihr euch über den Link in meiner Profilbeschreibung mal die GLC-Angebote anschauen. Nur so als Beispiel für euch. Ohne Anzahlung hat man bei diesem hier eine Rate von 782 Euro als Neuwert. Dadurch, dass er aber jetzt schon zugelassen wurde von Sänger und als Vorführwagen jetzt erstmal 1600 Kilometer gefahren wird, hat man hier eine Rate von 479 Euro und das ist schon ein großer finanzieller Unterschied. Solltet ihr also Interesse an einem SUV haben, dann checkt einfach mal den Link in meiner Profilbeschreibung und schaut euch die GLCs der GLC-Offensive an. Aber jetzt gehen wir den erstmal ab und dann geht's weiter im Programm. Sänger, Faszination Automobil.